Einen wunderschönen, seid gegrüßt. Wir sind in Fallout 4 wieder. Diesmal nicht mehr in Boston, sondern an der Beantown Brauerei, wie ihr sehen könnt. Und ich bin hier heute mal nicht in meinem normalen Kampfrüstungsanzug, denn ich bin heute mal in meinem Akte X-Modus. Denn Fallout 4 bietet im Jahre 2287 Besuch von fremden Leben. Und dem wollen wir heute nachgehen. Und dafür schlüpfen wir in die Rolle von Fox Mulder in Akte X. Cosworth übernimmt mal die Rolle von Dana Scully. Moin moin. Wer die Folge noch kennt, Akte X, absolut sehenswert. Kann man weiterempfehlen. Und ich laufe heute mal bewusst in dieser Position, damit ihr auch hier meinen tollen Anzug heute seht. Diesmal nicht Outfit of the Day, sondern einfach nur im Modus Akte X. Und dafür laufen wir hier einfach mal hier rüber. Da seht ihr schon, ja, da drüben ist Grey Garden da oben. Da, wo der Punkt gerade hin zeigt. Und da ist diese Wasserpumpenstation, wo wir das letzte Mal waren. Jetzt wird hier mal aufgeräumt. Oh, was ist denn hier? Verwilderter Alpha-Mischling. Ich glaube, den muss ich mal kurz... ja. Da muss ich mal kurz intervenieren. Das geht ja so nicht. Also, das ist... Du stehst nicht im Drehbuch, mein Freund. Raus mit dir. So, wir nehmen mal eine ordentliche kleine Pistole. Dann kommen wir dem Film auch alles ein bisschen näher. Was ist denn das da unten? Warum sind das hier Meierlöck-Eier? Och, Mensch. Ach nee, ist Firmpilz. Gut, ihr steht auch im Drehbuch. Ja, ich habe einen Anruf bekommen. Oder einen Hinweis, dass hier in der Siedlung beobachtet wurde, wie ein UFO abgestürzt wäre. Oder ein eigenartiges Objekt abgestürzt worden ist. Deswegen reden wir kurz mit den Leuten hier. Als Fox Mulder. Und Dana, komm. Werden da mal kurz uns informieren, wo wir denn hin müssen. Wo denn das beobachtet worden ist. So. Guten Tag. Mein Name ist Fox Mulder. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben die Minutemen dich geschickt? Nein, das FBI. Warum? Vielleicht. Warum fragst du? Wir haben eine Menge Probleme mit einer Raider-Gruppe. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Meinst du, du kannst sie überreden, uns in Ruhe zu lassen? Klar, ich bin Fox Mulder. Ich kann das. Wie viele? Weißt du, wie viele Raider es in etwa sind? Ich weiß nicht. Dieses Mal waren es 3. Aber wer weiß, wie viele sich noch in ihrem Unterschlupf verkrochen haben. Hm. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch. Das FBI kümmert sich darum. Es wird eine große Hilfe sein, sich keine Gedanken mehr um sie machen zu müssen. Okay. Geht mal hier im Drehbuch durch. Es steht alles nicht im Drehbuch. So, also die haben uns jetzt erzählt, wir müssen... Jetzt muss ich kurz auf die Karte gucken. Dorthin. Hier soll irgendwo ein UFO gelandet sein. Ein eigenartiges Flugzeug. Da gehen wir jetzt hin und gucken mal, ob wir fremdes Leben entdecken. Los, Fox. Geh. Lauf. Run. Da vorne brennt's. Das sieht gut aus. Wir sind dem Ganzen heiß auf der Spur. Fox, ich glaube, du hast dich verlaufen. Dana, wo ist sie denn? Wo ist meine Dana? Da hinten ist meine Dana. So, hier brennt es. Und hier sind Spuren. Hier ist was Großes gelandet. Also Bäume abgebrochen. Und da vorne ist etwas. Dana, komm. Das gucken wir uns an. Steine. Was ist das? Ein Hubschrauber? Superman? Batman? Oder ein Raumschiff? Wir klopfen mal. Ja, Klingel geht auch nicht. Hm. Na gut. Dana, was sagst du dazu? Hey. Kann ich zu Diensten sein? Ja, Dana. Hey, Cotsworth. Hier bitte. Was ist
Was sagst du dazu? Sir, Sie haben zwar eine militärische Ausbildung. Vielleicht fiel Ihre Entscheidung aber zu schnell. Welche Entscheidung? Die Bruderschaft interessiert sich mehr für ihre Technologie als für die Menschen im Commonwealth. Okay. Was sagst du noch, Dana? Was meinst du? Was heißt Türsteher auf Schwedisch? Lasse reinströmen. Der war flach. Der war flach, aber gut. okay. Was meinst du? Ich habe mein altes Innenleben durchgecheckt, Sir. Ständig auf diesem Leistungsniveau zu bleiben, ist keine Selbstverständlichkeit. Dana, ich glaube, ich kriege keine Meinung. Ich lasse nicht zu, dass Ihnen etwas zustößt, Sir. Sie können auf mich zählen. Das wollte ich hören. Sonst erstmal nichts weiter. Nun gut. So, also, Dana sagt auch, das ist ein Raumschiff. Dann untersuchen wir das Ganze einfach ein bisschen weiter. Auf dem Weg nach Fremdenleben. Oh, was ist das hier? Hier wächst Moos. Moos? Hallo Moos. Wie geht's dem Moos? Oder ist es Blut? Wir werden der Spur einfach mal folgen. Ja. Da gehen wir lang. Geh mal lang. Da, noch mehr Moos. Moos, 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 Moos. Oder ist es Blut? Oh, hier ist noch mehr. Ich wusste schon, warum ich hier bei helllichten Licht hingehe. Also helllichten Licht ist auch schön. Dann noch mehr Moos. Noch mehr Moos. Saab, Moosas. Ne, es war wieder was anderes. Dana! Hier drin ist etwas. In dieser Höhle. Wo ist denn Dana schon wieder? Dann gehe ich alleine rein. Ich gehe schon mal vor. Komm nach. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt in der Höhle. Wo ist denn Dana? Dana ist schon wieder weg. Na gut. Noch mehr Blut. Was ist das da hinten? Da ist wer. Ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden. Ich möchte nur reden. Wo kommst du her? Wie geht es dir? Warum bist du mir feindlich? Ey! Komm her! Au! Oh, das war nicht gut. Oh, das war nicht so gut. Er war's! Ja, das ging ja irgendwie ein bisschen daneben. Als Fox bin ich wohl doch nicht so gut. So, Waffe du mal erstmal weg. Wir haben außerirdisches Leben gefunden. Alien Plaster Pistole. Uiuiuiuiuiuiui. Blaster Patrone. Uiuiuiuiui. Na. Ein Alien. Hallo. Wo ist Dana? Dana ist immer noch nicht da. Das heißt, da ist Dana. Dana, was guck! Du als Medizinerin, was sagst du? Schrott, Schrott und nochmals Schrott. Nee, Alien. Alien. Hier steht auch Alien. Meine Fresse. Dana, was tun wir? Ist dies eine große Verschwörung? Gibt es intelligentes Leben? Oder ist das nur ein verkappter Ghoul? Ich glaube, wir werden es nicht herausfinden. Von daher, ich wechsle mal wieder in den Modus. Dana, du stehst im Weg. Dana alias Cotsworth. Sie wollen doch den Müll bestimmt nicht mitnehmen, ja. Oder? Och Mensch, du stehst echt im Weg. Furchtbar. Nächste Woche wirst du umgetauscht. Der Alien hat sogar der hat uns abgehört. Bisschen creepy sieht er aus. Hallo. Kannst du auch mal wieder zum Zahnarzt gehen? Na gut. Wie sagen sie so schön beim FBI? Eintüten und mitnehmen. Danke. So. So viel dazu. Leider gibt es in Fallout 4 nicht weitere Alien-Konflikte. Leider nur diesen einen. Aber ich finde es ganz lustig, dass man das mit eingebaut hat. Und ich dachte mir, das kann man auch mal in eine Special-Folge packen. Denn sonst kommt ihr hier nie hin. Und ich laufe den Weg einfach mal wieder zurück. Ich schlüpfe mal in meine normale Rolle. Die Rolle Fox Mulder. Ich finde die Serie so genial. Akte X kann ich euch nur empfehlen. Aber ich bin da, glaube ich, nicht der Richtige. Deswegen ziehe ich mich mal ganz schnell wieder um.
Zack, 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 meine Rüstung wieder an. Denn die Waffe hat schon ordentlich Damage gemacht. Ja, mehr kann ich hier nicht mitnehmen. Doch, die Knochen könnte ich mitnehmen, aber das möchte ich jetzt nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier ganz schnell aus der Höhle. Ich zeige euch kurz, wie ihr da hinkommt. Wenn ihr das gerade verpasst habt, weil ihr so sehr mit der Story gegangen seid, weil ihr euch so schön an Akte X erinnert habt. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, ob ihr die Serie damals verfolgt habt und auch jetzt das Revival wieder guckt. Oder ob ihr sagt, Akte X, was ist das? Ist auch nur ein Synonym für Akte Y. Oder ihr kennt vielleicht nur Akte XY und naja, gut. Ja, also, wie kommt ihr hin? Also, ihr geht vom Raumschiff, da gehen wir gleich hin und dann kommt ihr hier runter. Es ist relativ direkt nebenan und da ist dann diese Höhle, dort findet ihr den Alien. Wie gesagt, das ist die einzigste Alien-Begegnung, die es hier gibt. Aber es gibt einen in Fallout 4. Habe ich lange nicht gewusst. Aber man findet sie. Wir gehen hier einfach nochmal zum Raumschiff. Machen ein schönes Thumbnail. Denn auf jeden Fall cool gemacht. Coole Idee dahinter. Ja, am helllichten Tage seht ihr ein bisschen mehr, weil dann habt ihr überall dieses Moos, was jetzt hier gerade weg ist. Gucken, ob es hier oben noch ist. Ja, ist auch schon alles weg. Also hier wäre überall grün, was wir vorhin gesehen haben. Lauft dann einfach hier runter und dann findet ihr das Alien. Ganz lustiges Geschichte, lustiges Gimmick. Ich fand das damals ganz lustig, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Von daher, das passt schon. Und von daher machen wir hier noch ein schönes Thumbnail. So, am besten aus der Richtung. Man muss ja nicht gleich das Raumschiff sehen. So. Übrigens als kleine Antwort auf eine Frage, die kam. Ja, wenn ich ein Selfie sozusagen mache, der steht immer... Wenn ich ihn so drehe, immer auf der linken Seite. Also deswegen, ich kann das nicht einstellen, sondern er steht dort immer. Und je nachdem, wo meine NPCs sind, sind die natürlich dann auch in der Nähe. Aber ich kann da nicht viel machen. Also ich kann ihn nicht irgendwie in die Mitte rücken. Auch wenn ich so sehe, er läuft immer links. Warum das ist, weiß ich nicht. Aber das passiert. So, jetzt gucken wir mal, wenn ich von hier oben mal gucke. Ja, nächste Woche geht es dann weiter in Diamond City. Kann ich das so? Und jetzt kommt auch noch ein Sturm. Ich muss mich ein bisschen beeilen mit Thumbnail, so dass das UFO nicht gleich drauf ist. Manchmal gar nicht so einfach. Das ist doch gut. So. Das finde ich gut. Ja. Ich beeile mich jetzt, bevor mich der Sturm gleich erwischt. Wie gesagt, nächste Woche geht es in Diamond City weiter. Wir werden natürlich auch diesen Auftrag machen, den ich gerade von der Siedlung bekommen habe. Das sollte, glaube ich, in der Nähe von Diamond City sein, von daher passt das ganz gut. Dann gucken wir uns um, bauen unser Häuschen. Bis dahin habe ich das auch ein bisschen umgebaut, unsere Wohnung in Diamond City, dass es da dann auch wohnlich ist. Ich muss mich hier nochmal ein bisschen in Schutz in Acht nehmen, wo dieser Sturm gleich hinkommt. Dafür muss ich mal eine andere Perspektive machen. Mit dieser Third-Person-Perspektive komme ich nicht so ganz klar. Gehen hier nochmal in die Brauerei, weil der Sturm ist ja nicht ganz ohne. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Wir werden, wie gesagt, die Hauptstory ein bisschen weiter verfolgen. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr ab Mittwoch wieder dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Es macht mir unwahrscheinlich Spaß und deswegen geht hier Fallout im Großen und Ganzen weiter. Ich möchte euch natürlich auch diese kleinen Gimmicks gerne zeigen. Da gibt es noch ein paar mehr. Vielleicht fällt mir auch ein dazugehöriger Film ein. Wie gesagt, Akte X kam relativ spontan. Erst gestern hatte ich die Idee, die dann die Folge 20 sozusagen gestaltet hat. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst ruhig ein Like da. Ich freue mich drüber. Wenn ihr zum ersten Mal zuschaut, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Und nicht wundern, ab Montag gibt es auch eine ordentliche Playlist. Da sind alle 20 Folgen, die bisher entschieden sind, sind dann direkt in der Playlist drin, sodass ihr alles schneller findet und nicht ewig suchen müsst. Und ich sage vielen Dank. Habt noch einen schönen Sonntag. Genießt euer Restwochenende. Guten Start in die Woche. Bis dahin. Macht's gut.